So, hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Parabels 15. Das Märchen und die Schwefelhölzer. Ja, ich muss ein bisschen gestehen, der gute Rudi hat schon wieder Scheiße gebaut, in dem Sinne, dass er den Game Sound nicht eingestellt hat. Ihr habt aber nicht großartig viel verpasst. Ich habe jetzt gerade nur aus einem Versteck einen Flügel für den Spiegel geholt, der hier im Raum steht. Und ja, habe ein Gemälde zusammengesetzt. Und mehr habt ihr eigentlich nicht großartig verpasst. Man sagt, eine Sternstuppe ist das Zeichen sterbenden Seelen. Ich könnte diese Sterne sammeln und in einen Garten bringen. Ihr wollt also sterbende Menschen in den Garten bringen, aber wieso? Weil sie verrückt ist? Maybe. So, jetzt muss ich schauen, welche Uhrzeit wir brauchen. Das sieht für mich aus wie kurz vor Viertel 10 oder Viertel 11. Ja, das ist doch der große Zeiger. Ja, dann nehme ich halt den Zeiger mal und tue den dahin. Er will mich jetzt verkohlen. Oh wow, also noch dümmer geht's nicht, oder? Gut. Okay, ich sollte das nochmal überdenken. Ist das euer... Gut. Warum bin ich jetzt hierher gegangen? Man hat gesehen, es gab wieder ein Chamäleon-Objekt. Das heißt für mich, ich klappe jetzt mal ganz kurz jedes Szene mal mit euch ab. Und gucke, was könnte hier ein Wimmelbild sein. Ein Chamäleon-Objekt sein. Es wäre so nett, es wäre so höflich, wenn die Entwickler, wenn sie wirklich Sammelobjekte reinfügen, dass sie da auch Sammel-Edition drauf hinschreiben, ja? Ich versuche jetzt nicht zu fluchen oder ähnliches, weil ich bin jetzt ein bisschen verärgert, muss ich zugeben. Aber hier sehe ich zum Beispiel nichts. Also ich... Gehen wir mal hier hin. Und ich kann ja nur Sachen anklicken, wo der Maus... Der Pfeil hier ist, ja? Weil, sorry, aber das finde ich jetzt schon ein bisschen gemein.
Ich klicke jetzt da einfach mal rum. Ich glaube, ich muss mir das selber einen Guide anschauen, damit ich erkenne, wo was hier. Da schaut mal, da habe ich wieder eins gefunden. Wahnsinn. Ich bin da jetzt auch still. Ich finde gerade keine Worte für meinen kleinen Zorn gerade. Ich glaube, hier habe ich es ja angeklickt, oder? Ich glaube schon. Hier habe ich, glaube ich, das Familienobjekt angeklickt. Ich gehe nur auf Nummer sicher, keine Sorge. Wende die aufgeführten Symbole mit dem Teleskop. Mit dem roten Pfeil kannst du ihn schwenken und mit den grünen Knöpfen kannst du fokussieren. Das zu finden wird jetzt, glaube ich, schwer. Schau mal, da ist doch. Dieses komische Set.
Okay, das habe ich, glaube ich, ganz nah gesehen. Oh, das habe ich noch nicht entdeckt. Ah, das weiß ich, wo das ist. Boah, müssen wir jetzt alle Symbole durchgehen oder was? Ja, anscheinend. Wo war das denn jetzt nochmal? Wo kann das sein? Das Geräusch nervt, ich weiß, aber da müssen wir durch, Freunde. Sollen das Symbol bitte schön sein? Bin ich blind oder sehe ich das halt wirklich nicht? Wo soll denn das hin? Ganz ehrlich mal so ganz lieb gefragt. Wo soll denn das Symbol bitte schön sein? Also ganz ehrlich, ich sehe es nicht.
ich weiß nicht, wo dieses Symbol hier sein soll, ganz ehrlich. Das ist doch jetzt, Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, das ist doch jetzt Hühnerkacke. Nee, sorry, ich überspringe, das wird mir jetzt gerade zu blöd. Oh, ja klar. Das Symbol war da gar nicht da, ich hatte, sonst hätte ich es ja gesehen, ich bin ja ein paar Mal dran vorbei. So eine Gemeinheit. Und jetzt? Sieht aus wie das Sonnenuhr aus dem Garten, aber wie verwende ich das? Ja, erstmal schon mal nach dem Kamin-Objekt. Ja, jetzt habe ich aber alles angeklickt, was anklickbar ist. Also ich glaube, dass manchmal ein Kaminobjekt da ist und dann manchmal nicht irgendwie. Jetzt habe ich aber wirklich alles angeklickt. Also, ich werde versuchen, einen Guide draus zu machen. Und wenn ich bei anderen Guides auch mit reinschauen muss, aber das ist schon etwas ab und zu mal, ja, sehr merkwürdig. Man hätte schon, ja, ich will nicht meckern. Ganz ehrlich, ich will nicht meckern. Ich fühle mich einfach nur ein bisschen verarscht vor, fühle ich mich. Da vorne ist wieder ein Wimbledon. Ich meine, die Kaminobjekte sind richtig gut getarnt. Muss man echt zugestehen. Auch wenn ich gegen das dumme, beschissene... Boah, ihr seht ja, man merkt schon, wenn ich böse werde... Ja, ich weiß, dass da was hingehört. Ich versuche auf jeden Fall einen Guide zu machen, auch wenn es bei dem richtig schwer wird. Kein Parabels. Auch kein Problem, da brauchen wir was wegschneiden. Ja, da komme ich dahin. Ja, okay, dann machen wir mal das Wimmelbild. Für die Leute, die jetzt gerade in dieser Folge erst reingeschaltet haben, hier ist das Aushängeschild für das Genre Wimmelbild-Spiel. Bei Dark Parabel ist so, man hat einen Gegenstand, der ist in mehrere Teile aufgetrennt und den muss man hier wieder zusammenfinden. Bei anderen Wimmelbildreihen wie die Grimtess-Reihe, die Enigmatis-Reihe, hast du sowas wie eine Einkaufsliste unten.
Und die musst du hier, die Sachen musst du hier zusammensuchen. Kann aber auch manchmal sein, dass du was aufmachen musst, beziehungsweise eine Aktion ausführen, musst Vorhang zur Seite schieben hier oder den Hut hochheben oder Deckel aufmachen und dann kriegst du da einen Gegenstand. Und ein Gegenstand bringt dich dann im Spiel weiter. So. Und wir machen jetzt hier eine Schildverzierung. Und ganz kleiner Geheimtipp noch für euch, wenn ihr so eine Wimmelbildszene habt, nicht nur den dunklen Orten nach Gegenständen suchen, sondern auch bei dem nicht nur bei den beleuchteten Gegenständen Gegenden absuchen die Gegenstände, sondern auch bei den verdunkelten. So, jetzt fügt sich alles zusammen. Aber echt schon, das, ich finde es schon gemein, da einfach nicht zu so sagen, ja, das Bruder ist, sind Sammelobjekte, also Kamelenobjekte, dann sind da Parabeln, ist ja klar, da wird es ja unten verraten hier. Aber so die Kamelenobjekte, es wird nicht verraten, dass es da welche gibt. Nein, warum auch? Ich könnte hier was machen. Ist das das Auge vom Löwe? Ja, Tatsache. Dankeschön, Herr Löwe. Was tut da? Eine Sense, okay. Eine Sichel, Entschuldigung. Okay, was bist du denn? Ein To- was? Totemkopf. Okay, und hier brauchen wir einen Schlüssel. Und lass mir gerade, ich muss sie nach der Farbe anpassen. Ich kann aber nur das und das vertauschen. Okay. Du. Oh, ich darf einfach nur drehen, okay. Ich glaube, das passt ganz gut. Und wir kriegen den Mond. Dankeschön, die Herren. Muss ja mal freundlich außen mal sein, oder? Und dann wieder ein Parabel freigeschaltet. Das werde ich euch wieder am Schluss vorlesen. Ein kleiner Tipp noch an euch, wenn ihr Schlüssel habt, die ja komische Formen haben oder irgendwelche Anhänge, das ist immer ein Tipp, zu welchem Schloss dieser Schlüssel passt. Der Garten ist eine Welt, in der die Träume der Menschen in Erfüllung gehen. Sie flüstern ihre Wünsche der Flamme zu und leben ein glückliches Leben im Garten. Ah ja. Ja, wie wilde Fantasien, ja. Würde ich jetzt nicht so raushauen, aber ja. Dass ich hier das Sammelobjekt, das Kamelienobjekt nicht gefunden habe. Man sollte Kamelienobjekte auch nicht zu gut verstecken, weil. Ja, ihr wisst schon. Okay, mal sehen. Ach so, jetzt muss ich wieder so eine Form. Ah, okay.
Oje. Ich hoffe mal, das ist richtig. Muss ich es noch glitzer machen? Ja, ich glaube, so passt schon eher. Dieses Pixel genauer immer, weißt du? Jetzt kommt, was ist das? Was ist was? Und jetzt noch das hier. Okay. Hätten jetzt werden wir von der rothaarigen Mädchen da reingeschubst. Und wir springen freiwillig rein, kann natürlich auch sein. Oh, wir werden von der Statue reingezogen. Wie wir vorher im Wasser reingeschubst haben. Okay. Kapitel 3. Warum sind wir gefesselt? Er hat mich angebunden. Ja, das frage ich mich auch gerade. Jetzt gucke ich natürlich nach einem Kamelenobjekt erst recht wieder hier. Ja, gut. Das werden wir früher oder später finden. Aber meine Lieben, ich mache jetzt erstmal Feierabend für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es mir doch in den Kommentaren, was euch gefallen hat und was euch weniger gefallen hat. Und dann sage ich mal, bis bald.